So, jetzt habe ich hier Call Golem gemacht. Jetzt müsste hier gleich mein Golem erscheinen. Normalerweise, da ist er. Jetzt kann ich zu dem Golem hingehen. Dann mache ich Rechtsklick und dann bin ich in den Golem drin. Und jetzt kann ich meine richtig geilen Waffen hier auswählen und einfach die ganze Zeit spammen und hier massig Leute töten. Hallo meine lieben Freunde und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe ein bisschen rumgeschaut, so was es so an neuen Minecraft-Spielen gibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ein neuer Spielmodus rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht wann, ich habe nur gesehen, dass ich ihn noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt. Keine Ahnung, ich fand es sehr interessant. Und zwar nennt sich das Ganze, wie ihr da hinten lesen könnt, Ironfall. Und das soll sozusagen so ähnlich laufen wie bei Titanfall. Das Spiel werdet ihr wahrscheinlich kennen, ist so ein Shooter. Ich selber habe Titanfall nie wirklich gespielt. Ich habe mir immer mal nur so ein paar Videos angeguckt, um mich zu entscheiden, ob ich vielleicht irgendwann mal Titanfall kaufe. So, und als ich dann gelesen habe, Mensch, es gibt schon einen ähnlichen Modus oder Spielmodus wie bei Titanfall, da dachte ich mir, das kann ich, also das will ich doch mal wirklich ausprobieren. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch hier. Und hoffe mal, dass ich jetzt irgendwo hier reinkomme, dass hier gleich irgendwo ein Spiel startet, wo ich direkt joinen kann. Ich habe es vorhin schon mal zum Test gespielt. Es sieht, wie gesagt, wirklich sehr, sehr interessant aus. Wir müssen jetzt nur ein bisschen warten. Da sieht's gut aus. Da sind, na, oder auch nicht. Da sieht's gut aus oder auch nicht. Ja, da war bis gerade eben noch ein Platz frei und ich habe natürlich verpasst, reinzulaufen. Das ist natürlich sehr schlau. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt gleich irgendwo was frei wird. Ich hoffe es. So, ich habe es wie gesagt vorhin schon ein bisschen gespielt, um das Ganze mal auszutesten. Es ist wirklich ähnlich wie bei Titanfall. Man hat dort auch verschiedene Waffen zur Auswahl. Man kann auch so eine Art Titan spielen. Und zwar ist das dann so ein Golem, so ein etwas größerer Golem, den man dann spielt, der auch so eine Waffe hat. Und man hat auch Granaten und alles. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Nur, wie ihr das gerade vielleicht schon am Anfang gelesen habt oder auch nicht, ist das hier die Alpha-Version. Das heißt, das Ganze ist noch in der, wie soll ich das sagen, Probephase. Also das ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift, dieser ganze Modus. Oh, da kann man, glaube ich, rein. Schnell, 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 bitte. Ja, ich bin drin. Ach, bin ich gut, bin ich gut, ich bin gut. Bin sehr gut. So, ich glaube, wir können, genau, nur wenn wir Premium sind, ein Team auswählen. Das heißt, wir werden gleich zufällig einfach irgendwo zugeteilt. So, und ihr werdet es gleich sehen, es ist, glaube ich, auch so, wie der Titanfall-Modus funktioniert. Und zwar gibt es halt einmal das blaue Team, das sind diese IMC, und einmal das rote Team, das sind die, ich sehe es gerade nicht, weil es überdeckt wird, wie heißen die? Ja, toll, ich kann es nicht lesen, weil der Chat da drüber steht, das ist dann natürlich sehr schön. Ah, jetzt kann ich es lesen. Militia, also Miliz oder Militär, könnte da sein, dass das heißt. Nee, Miliz wird es nicht heißen, es wird Militär heißen. So, und ja, wie gesagt, wir können jetzt gleich hier zwischen verschiedenen Klassen sogar auch, glaube ich, wählen. Aber einige Sachen können auch irgendwie nur Premiums wählen. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, so genau verstanden habe ich das noch nicht so ganz. First Team 200 Points wins the game. Also wenn wir als erstes 100 Punkte haben, haben wir gewonnen. Und kill Golems and Players giving Dingsbums. Und dann irgendwann kann man halt seinen Golem holen oder seinen Titan. So müsste man es ja eigentlich nennen. Oh. Und dann, wie ihr merkt, man kann auch hier schön höher springen über diesen Doppeljump. Und ich stehe ja mehr so auf das Maschinengewehr und treffe damit auch einigermaßen. So. Ich hab auch vorhin schon ein bisschen geübt. Auch wenn ich jetzt noch nicht so Oberskiller bin. Ja, mit Q lädt man nach. Also mit Q kann man seine Waffe nachladen und dann kann man weiter kämpfen. Und das Team, was am meisten Punkte hat, gewinnt letztendlich. So, da habe ich schon einen Kill eingefahren. Das ist schon mal sehr gut. So, der andere Kollege hat auch einen Kill hier. Versuchen wir jetzt mal gleich da oben drauf zu... Na, komm. Ich weiß, ich bin noch nicht so Skiller, aber muss man sich auch erstmal noch dran gewöhnen. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ziemlich genial, dass man hier sozusagen über diesen Doppelsprung einfach höher springen kann. Das macht das Ganze auch um einiges wendiger. Man kann viel schneller vorwärts halt. Das ist ziemlich geil. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist mit dem an Wände kleben, so wie man das auch kann bei Titanfall. Das geht hier, glaube ich, noch nicht. Also man kann sich nicht irgendwie an eine Wand hängen oder so. Oh, da hat einer schon Titan bekommen. Ging ja wirklich sehr schnell. Oh, hier ist schon gegnerischer Titan. Da sollte man immer sehr vorsichtig sein und am besten Schirme, Doppelsprung, dem Ganzen ausweichen. Und um die Ecke gucken und ein paar Granatwerfer da so hin donnern. Man kann natürlich auch mal einfach eine Granate hinwerfen, in der Hoffnung, dass er sich nicht bewegt, was er gerade aber getan hat. Und ich guck mal, ob wir vielleicht diesen Titan sogar ausschalten können. Der scheint mir gerade halb AFK zu sein. Weil das macht dem doch ordentlich Schaden, diese Waffe. Oh.
Ich glaube, da ist aber gerade einer etwas verwirrt, weil er nicht weiß, wie er mich töten soll. Okay, gut, schnell mein Granatwerfer nachladen. Und dann gucken wir, ob wir den jetzt kriegen. Also ich finde es ziemlich geil, das macht ziemlich Laune und ist auch ziemlich Action. Wo ist der? Ah, nee, das ist jemand anders. Stirb! Okay, ich habe gerade mich gerade meinen eigenen getroffen. Oh! Er ist weg, okay. Nee, da ist noch einer. Oh, oh ja, gut, jetzt bin ich auch Matsche. Aber ihr habt gesehen, so schnell geht das, da stirbt man auch. Also ich finde es ziemlich cool, es hat ziemlich viel Action. Und später können wir auch unseren Golem hier auswählen. Glaube ich, welchen wir haben wollen. So ganz kriege ich mich mit der Steuerung jetzt noch nicht aus. Ich habe es erst ein, zweimal gespielt jetzt, aber es macht auf jeden Fall richtig Laune. Und ist echt ein ziemlich lustiger Spielmodus auf jeden Fall. Und Angry Bird hat einen Titan hier vernichtet. Vielleicht kriegen wir den da. Na komm, komm, töte ihn. Ja! Der Mentor-LP shot this komischen Typen. Und soviel ich weiß, bekommt man auch, egal wie viel Kills man macht, nach irgendeiner Zeit, so wie das bei Titanfall auch der Fall ist, einfach irgendwann eben den Titan oder den Golem, eher gesagt. Ich gucke, ob ich ihn jetzt schon nehmen kann. Call Golem. So, jetzt habe ich hier Call Golem gemacht. Jetzt müsste hier gleich mein Golem erscheinen. Normalerweise, da ist er. Jetzt kann ich zu dem Golem hingehen, dann mache ich Rechtsklick und dann bin ich in den Golem drin. Und jetzt kann ich meine richtig geilen Waffen hier auswählen und einfach die ganze Zeit spam und hier massig Leute töten. Okay. So, natürlich kann man hier auch mehrere Waffen haben. Ich glaube, das hier, das weiß ich gar nicht, was das ist. Multi-Target irgendwas. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Der Nord Targets Nearby. Ich habe keine Ahnung, was das hier kann. Wie gesagt, ich bin, was das betrifft, und Englisch bin ich auch ein Noob. Das heißt, da kenne ich mich auch nicht wirklich aus. So, oh, da ist ein feindlicher Golem. Einfach mal drauf spam. Treffe ich auf die Entfernung gar nicht, oder was? Stirb! Ich glaube, getroffen habe ich nicht wirklich. Was ist denn da los? Warum treffe ich denn nicht? Okay. Okay, da habe ich jetzt ein paar getroffen. Okay, läuft auf jeden Fall einigermaßen, glaube ich, für uns. Weiß gar nicht, welches Team ich jetzt bin. Gute Frage. Ich glaube, doch klar, blau, blau bin ich logischerweise, oder? Ich glaube, ich bin blau. Oh, 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 jetzt geht's los hier. Stirb. Stirb. Ha. Yes. Wir haben ihn. Okay, ich glaube aber nicht, dass ich das war. Komm her, dann stütze ich jetzt dafür den hier. Stirb. Ja, ich habe ihn. Okay, als Titan ist man ziemlich OP, muss ich ganz eindeutig sagen. Aber das ist ja, glaube ich, auch in dem Spiel so, dass man dem doch sehr gut hier welche töten kann. Und es geht hier immer richtig übel zur Sache. Also, wie ihr merkt, das ist schon ziemlich viel Action hier. Stirb, du kleines, komisches Teletubby. Du hässliches Teletubby. Oh, ich muss aber sagen, mit dem Ding hier zu treffen. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir wurden doch ein paar Mal zu oft getroffen. Stirb. Ja, wir haben ihn. Oh, der Teletubby lebt immer noch. Ich will diesen Teletubby töten. Okay, der ist tot. Dann töten wir jetzt den anderen. Okay, der ist jetzt auch tot. Ich glaube, wir liegen sehr weit in Führung. Sehr, sehr weit liegen wir in Führung. Oh, da war doch, glaube ich, gar einer. Ja, ein Golem. Auf den Golem, auf den Golem. Mach den Golem platt. Tötet den Golem. Boah, ja, so, damit kann man aus der Nähe, kann man so... Die Golems, ah, das ist ja geil. Sozusagen so eine Ultra-Attacke aus der Nähe. Nein, ich bin tot. Verdammt. Mein Golem, und man wird sogar genauso wie bei Titanfall rausgeschleudert aus dem Golem oder aus dem Titan wird man rausgeschleudert. Das ist ja echt eine ziemlich geniale Sache. Okay, und er ist tot. Er ist tot. Und 42 Sekunden, dann kann ich meinen nächsten Titan beschwören. Wow. Und wie ihr merkt, das mit dem Doppelsprung ist recht OP. Also man kann dann doch ganz gut ausweichen, wenn derjenige dann schießt. Ich glaube, wir haben ganz schön was geschafft jetzt hier. Also ich feiere diesen Spielmodus echt ziemlich. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen leiser machen, weil es ziemlich laut ist so. Aber obwohl geht eigentlich. Ich habe Master Volumen 6. Lol, warum ist es da noch so laut? Gibt's ja gar nicht hier. Mit Master Volumen 6 ist das noch so laut? Hm, krass. Der Spielmodus ist ja echt ziemlich laut so.
Oder nur auf meinen Ohren ist er so laut. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er bei euch auch ganz leise. Ich habe das Gefühl, er ist doch recht laut noch. Ja. Aber gut. Schauen wir mal jetzt, dass wir die Säcke mal ein bisschen hier platt machen. Also das Ding trifft aber hier wirklich nicht immer so ganz genau. Oh, ich glaube, das sind drei Gegner. Ich sollte mich hier verziehen. Oh, oh, ich glaube aber, der Herr trifft nicht. Wow. Schnell in Sicherheit bringen hier auf dem Dach. Dächer, da seid ihr übrigens meistens vor Titan sicher, so wie das auch bei Titanfall ist. Also bei vor diesen Golems seid ihr da auch sicher. Weil die können normalerweise euch hier meistens nicht wirklich treffen. Dafür könnt ihr ihnen hier richtig schön viel Schaden machen. So wie ich das gerade mache. So. Und immer schön nachladen und immer, wenn sie dich sehen. Wenn einer zu euch hochkommen will, was sie sowieso meistens nicht können, weil oft die ganzen Positionen hier nicht begehbar sind für diese ganzen Titans. Guck mal, der will mich die ganze Zeit treffen dahin, aber er trifft mich nicht. Kann er vergessen. Auf den Dächern ist man fast immer sicher. Stirb! Wie er eiskalt an mir vorbeiläuft. Nein, nein, nein! Von hinten. Oh nein, 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 nicht gegen die Wand springen, das ist negativ. Wow. Okay, gut, ich bin entkommen von dem Viech. Ihr seht, ich habe nur noch ein Herz. Okay. Bin immer noch am Leben, ich bin immer noch am Leben, ich bin immer noch am Leben. Okay, okay. 24 Schuss habe ich jetzt wieder bei der normalen Waffe. Okay, mein Granatwerfer noch nachladen. Und dann auf den nächsten Titan los, auch wenn ich nur noch ein Herz habe. Ich bin mutig. Ich bin ein mutiger Kerl. Au, ich habe ihn fast gekriegt. Habt ihr das gesehen? Also der hat bestimmt richtig viel Leben verloren. Weil ich so von hinten direkt reingestürmt bin. Und jetzt, glaube ich, sind die Gegner wieder in Führung. Also wir sollten echt langsam hier vorwärts kommen. Mit unserer Action. Ich glaube, ich werde auch mal jetzt wieder einen Titan wählen. Also einen Golem. Und wie ihr seht, die Runden dauern auch immer recht lange. Oben steht noch 6 Minuten. Das ist eigentlich immer ziemlich geil, finde ich. So, jetzt hole ich mir hier mal meinen Titan. Oder mein Golem, eher gesagt. Stand by for Ironfall. Was ist das eigentlich für ein Viech hier? Das ist doch so ein Golem, oder? Um ehrlich zu sein. Okay, gehen wir mit so einer Rakete in die Fresse. Okay. Oh ja, jetzt übertreiben sie es aber hier. Problem ist, dieser Golem hat nicht wirklich so eine Lebensanzeige. Das macht das Ganze. Lol. Was sowieso viel zu schwer ist, diese grässlichen Viecher zu treffen. Die einem so um einen herumspringen. Das war das, was ich vorhin erzählt hatte. Die normalen sind auch fast am schwierigsten zu treffen. Ich glaube, wir sind gerade am Verlieren. Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr knapp. Ja, jetzt bin ich tot. Scheiße. Wie ging das denn jetzt? Wow, Runde ist beendet. Okay, ich glaube, die Gegner haben gewonnen. Schade, die Runde ist beendet. Ja, eine Runde dauert auch immer recht lange, muss ich sagen eigentlich. Ich spiele jetzt auch, denke ich, mal noch eine zweite direkt hinterher. Lol, was ist da los? Hey, it looks like you are glitching. If you are holding a sword, right click. If you are actually just fly hacking. What? Was war das gerade für eine Nachricht? Ich hab's nicht verstanden. Egal. Spielen wir noch eine Runde. In 30 Sekunden geht's los. Und nach der Runde würde ich sagen, war's dann erstmal. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Modus haltet und ob ihr auch mal gerne mitspielen möchtet. Die IPs in der Videobeschreibung. Und lasst auf jeden Fall auch mal einen Daumen nach oben da. Je mehr Daumen nach oben da sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein paar mehr Titanfall-Videos mache. Also hier, eher gesagt, Ironfall-Videos mache. Mit dem Titanfall-Modus oder wie man es auch immer nennen muss, soll, kann. Gedöns, wisst ihr schon? So. Und schauen wir mal, wie diese Runde jetzt verläuft. Ich bin gespannt. Auf geht's. So. 15 Minuten geht so eine Runde, falls nicht irgendjemand 100 Punkte erreicht. Das macht das Ganze zum Ende hin auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Sehr, sehr spannend. So. Oh ja, die campen da oben schon auf dem Dach. Ist ja auch sehr schlau.
Okay. Muss es nachladen. Okay, ich bin wahrscheinlich gleich tot, weil ich natürlich jetzt hier in der Falle bin. Ach, komm schon. Das sind ja auch keine Verbündeten von mir, ey. Die übertreiben es voll. Einer hat natürlich schon direkt einen Titan hier. Übertreib's halt. So. So wie ich das sehe, muss man, glaube ich, auch mindestens eine Minute leben, um dann irgendwie diesen Titan zu bekommen. Oder wie sieht das aus? Ich gerade nicht so ganz. Warum jetzt schon wieder die Zeit da irgendwie? Oder war die vorher mehr? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Nur gesehen, dass da plötzlich wieder 45 Sekunden stand. Oder 50 Sekunden oder 60. Das ist jetzt auch nicht genau. Schauen wir mal. Mhm. Na, wo seid ihr denn alle hier? Hm? Guck mal hier oben auf dem Dach. Kann da irgendjemand sehen tun? Hallo, hallo. Ah, da ist ein Titan. Hi. Okay, direkt die ganze Bazooka drauf spammen. So viel Schaden wie möglich machen. Okay, das hat schon mal einigermaßen funktioniert. Er hat zumindest ordentlich Schaden gekriegt. Ordentlich Schaden hat er gekriegt. Nein, ordentlich Schaden. Und wie ihr seht, ist es auch gerade noch einigermaßen ausgeglichen hier. Und wir sind ja auch erst ganz am Anfang der Runde. Es steht ja erstmal 10 zu 9 für uns. Viel ich weiß. Auch wenn ich gar nicht weiß, in welchem Team. Warum sieht man eigentlich, in welchem Team er ist? Ja, genau. Oh, warum stirbt der denn nicht? Was ist denn das für ein Cheater? Der soll gefälligst sterben. Und dieser Sack damit. Geht doch. So. Na, dann kommt her. Ich will mit euch kuscheln. Da ist jemand. Okay, das ist gerade sehr spannend, deswegen bin ich gerade eher ruhig, weil ich mich gerade einfach konzentriere, hier einigermaßen zu bestehen. Nicht, dass ihr euch wundert. Stirb, du hässliches, stinkendes Riesengerät. Oh, er versteckt sich da. Hallo. Okay, ich glaube, er steht da immer noch, oder? Stirb, du hässliches Golem, Viech. Boah, ich habe ihn mal ein paar Mal getroffen. Warum ist er nicht tot, Mensch? Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich habe ihn aber nicht getötet. Oh! Okay. Komm, 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 lach, 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 lach. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Wow. Ha, ich hab ihn. Ich glaube, wir können langsam unseren Titan holen. Gib mir meinen Titan. Kaja. Wuh. Und rein in meinen Titan. Und auf geht die Party. Na du? Möchtest du sterben, hä? Ich hab so das Gefühl, einige sind noch nicht so ganz klar mit der Steuerung. Okay. Yeah, auf jeden Fall ist das richtig geil. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob die eigenen Leute immer als blauer gekennzeichnet werden. Oder ob die Teams so gekennzeichnet sind. Das ist jetzt natürlich so eine Frage. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich vermute mal, dass die blauen auch blau gekennzeichnet sind. Das heißt, die roten sind auch diese wie auch immer das heißt. Militia. Oh Gott. Das ist ein Name. Los. Wo ist der? Der hüpft weg. Ich hab ihn. Ha! So muss das sein.
Gute Sache, gute Sache. Dann sind wir jetzt aber doch sehr, sehr weit in Führung, wenn das wirklich stimmt, was da alles steht. Ah, noch einen getötet. Haha. The Mentor is on a 5-kill streak. Oh my god. I'm the king of the game. Nein, Spaß. Also ich bin mit Sicherheit wahrscheinlich noch nicht mal so gut wie ein halber Skiller. Ich glaube aber, die Gegner, die hüpfen auch gerade mehr rum, als dass sie uns wirklich Schaden machen. Oder sonstiges. Entweder liegt das daran, weil sie einfach Angst haben, oder weil sie nicht genau wissen, was sie tun sollen. So, du kriegst erstmal eine Rakete in die Fresse, Kollege. Bumm. Ich glaube, der ist K.O. So. Oh, jetzt sind aber noch ein paar gegnerische Titans wieder da. Okay, sobald die gegnerischen Titans wieder da sind, wird das Ganze wieder spannender werden, weil die können natürlich jetzt wieder aufholen. Bin ich jetzt mal gespannt. Na, nur zweimal getroffen, das war aber nicht gut. Kollege Mentor, Kollege Mentor. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wirklich einiges in die Kommentare schreibt, was ihr von dem ganzen Zeug hier haltet. Ob ihr die gut findet, wie ihr das so seht. Würde mich interessieren. Oh mein Gott, mein, wie viel da war das jetzt schon, den ich getötet habe? Ah, schade. Ich dachte, den kriege ich auch noch. Wäre cool gewesen. Gut, ihr merkt auch, mit den Titans ist man um einiges langsamer unterwegs, also mit diesen Golems. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Nachteil dann, wenn du diesen Golem hast. Aber da hast du ein bisschen mehr Munition, kannst halt ein bisschen besser schießen. Und das ist auch so eine Ultra-Rakete hier, die du auf Titans abschießen auch kannst. Weiß gar nicht, ob das auch auf normale Spieler gilt. Muss ich gleich mal ausprobieren, ob man diese Rakete auch auf normale Spieler schießen kann. Wenn hier mal irgendwo einer wäre. Ne, da hinten sind ein paar andere. Ne, das geht nicht. Entfernung. Okay. Manchmal trifft man mit dieser komischen Maschinengewehr nicht wirklich. Okay. Komm, stirb. Okay. Ich glaube, wir haben denen doch einiges an Schaden hinzugefügt. Die uns aber auch, also. Von hinten jetzt, komm, punch in your face. Ja, ich hab ihn. Ha! Der ist tot. Oh, von hinten. Eiskalt. Okay, gut. Ich lebe immer noch als Titan. Ich glaube, ich bin der Titan, der am längsten überlebt hat. Die Geschichte vom Titan, der am längsten überlebt hat. Stirb. Oh, jetzt geht's aber los hier. Warum sind jetzt hier plötzlich so viele Gegner, Alter? Alter! Warum meine ich plötzlich so viele Gegner? Alter, was ist da los? Oh, ey. Ja, übertreibt's halt. Alle gehen nur auf mich drauf die ganze Zeit. Weißt du, scheiß auf die anderen. Hauptsache, der Mentor ist tot. Alter Schwede. Es geht auf jeden Fall richtig ab, aber ich habe, glaube ich, bestimmt 6, 7, 8, 9, 10, ich weiß nicht, wie viele getötet gerade am Stück. Hoffe ich mal, dass ich jetzt schnellstmöglich wieder spawne und mein Team hier zum Sieg verhelfen kann. Wir sind aktuell auch noch ein bisschen in Führung. Zwar nur noch knapp 10 Punkte. Nee, sogar nur 8. Aber es ist zumindest eine Führung. Aber bis zu 100 Punkten ist noch ein weiter Weg. Okay, schnell aufs Dach. Uiuiui. Na komm. Ach, manchmal klappt das mit diesen Jumps nicht so gut. Wir müssen diese komischen Golem-Viecher. Jetzt sind sie da hinten um die Ecke gegangen. Das war ja fast schon klar. Jetzt noch eins. Ah, okay, gut. Unsere Leute haben das Ganze hier schon. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst getötet. Das ist natürlich eher schlecht. So, noch sind wir scheinbar in Führung. Wir brauchen jetzt nur noch 82 Punkte. Nur noch ein paar Punkte, dann haben wir das vermutlich sogar. Stirb! Hä, warum kann ich hier nicht treffen? What the hell? Hä, warum kann ich den denn nicht treffen? Was ist da falsch? Wieso spawnen hier so viele von diesen? Alter, was war denn das jetzt für ein Scheiß? Wieso habe ich den denn vorher nicht getroffen? Ich habe doch zwei ganze Salven auf den draufgehauen.
Wieso sind die direkt da, wo ich gespawnt bin? Ist das irgendwie ein bisschen geistig behindert gerade, das Spiel? Aber es könnten natürlich auch die Bugs sein, die hier auch erwähnt wurden, weil es natürlich noch in der Alpha ist, das Ganze. Und guck mal hier, ich spawne hier und direkt vor mir ist ein Feind. Also irgendwas stimmt da nicht. Schon sehr merkwürdig. Okay, schnell meine andere Waffe. Und spam, 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 spam. Ah! Schade, er ist noch nicht tot. Aber ich glaube, er ist ziemlich stark angeschlagen. Oh mein Gott, aber irgendwie verkacken wir gerade noch. Wir sollten langsam echt dafür sorgen, dass wir das Ganze hier zum Ende bringen, sag ich mal. So. Und jetzt suchen wir uns nochmal einen Gegner. Ich weiß, dieses Video ist jetzt etwas länger, aber ich habe auch jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das Video doch noch so lang ist. Oh, stirb. Oh. Also so, es kann schon recht ätzend sein, wenn man gegen dieses Viech kämpft. Ich meine, gewonnen haben wir das jetzt sowieso, so wie es ausschaut. Wir brauchen noch 8 Punkte. Ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Solange jetzt unsere nicht übelst verkacken, was ich nicht unbedingt glaube. Stirb! Ja, was ist denn da jetzt? Von wem werde ich denn hier überall beschossen? Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Leute, könnt ihr das mal jetzt beenden hier, dass wir dann langsam mal den Sieg hier in die Tasche stecken? Wäre ganz geil. Oh. Mensch, Leute, macht mal Ende da. Ja, wir haben es geschafft. Okay, unser Team hat gewonnen und ja, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn mehr davon gemacht werden soll. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Auf Wiedersehen und tschüss.